Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und heute gibt es noch mal einen Vlog von mir. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich im Moment alles so mache. Ich bin zwar die ganze Zeit parallel am Mitfilmen, aber es ist mittlerweile so viel Videomaterial, dass ich dachte, okay, bevor du jetzt einzelne Videos raushaust, machst du mal kurz einen Überblick. Also ich bin jetzt hier gerade in meinem Nebenzimmer und ich möchte hier zwei neue Terrarien hinstellen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier schon zwei neue Schränke stehen. Die habe ich jetzt in der Zwischenzeit aufgebaut und die sind jetzt am Ende des Tages für meine neukaledonischen Geckos. Also einer hier für meinen neuen Flechtengecko und den ihr dahinter seht, das wird das neue Terrarium von meinem Höckerkopfgecko. Ja, die beiden Schränke sind ungefähr 80 cm breit, 50 tief und 1,80 m hoch. Und ja, dann habe ich jetzt mal wirklich die Möglichkeit, das so einzurichten, wie ich es mir gerne vorstelle. Das ist jetzt eins der Projekte. Dafür musste ich den alten Schrank, der hier stand, umstellen und auseinanderbauen. Und dann dachte ich mir, komm, den alten Schrank wirfst du nicht weg. Du baust da zwei Terrarien draus. Und voilà, da stehen die beiden. Das ist dann halt auch noch ein Projekt, was ich jetzt zwischenzeitlich angefangen habe. Ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich muss nur noch die Lüftungsgitter anbringen, Teichfolie reinlegen, Technik und dann ist es fertig. Ziel ist es, dass ich hier oben meine Boa Constrictor Guyana reinpacke und hier unten meine Boa Constrictor Amarali. Das ist jetzt das nächstgrößere Terrarium für die beiden, weil ja, die sind ja knapp ein Jahr alt und die sind wirklich noch mini, aber ich möchte die nächsten 2 bis 3 Jahre meine Ruhe haben. Also habe ich diese Terrarien gebaut. Die sind jetzt knapp 1,40 Meter lang, 50 tief, 50 hoch und das passt. So, und wo steht das Ganze drauf? Ja, ich war shoppen im Ikea. Ursprünglich wollte ich nur einen Unterschrank kaufen für mein künftiges Chinisaurus Crocodilurus Terrarium. Das aktuelle seht ihr hier unten. Dann war ich am Überlegen, oh, willst du jetzt da was mit Aluprofilen bauen oder willst du selber alles aus Holz bauen? Dann dachte ich mir, nee, komm, das wird zum einen zu teuer. Und zum anderen bist du dann ewig und 10 Tage beschäftigt. Also, was mache ich? Ich gucke in dem Möbelhaus und schaue, was kann ich da nehmen, was vielleicht die Funktion erfüllt. Und siehe da, schaut euch die Küchenschränke an. Die sind nämlich relativ stabil und auch relativ preiswert. Ich zeige es euch mal von innen. Wie ihr sehen könnt, habe ich die ganzen Sachen jetzt hier verstärkt, weil, wenn jetzt das große Terrarium da drauf kommt, das hat ja auch einiges an Wasser, dann soll das natürlich auch alles halten. Ne? Ich habe das Ganze auch unterm Boden verstärkt. Da blende ich euch auch mal ein Foto ein, damit ich wirklich auch sicher bin, ja, dass die Last hier ausreicht. Wahrscheinlich würde es das auch ohne die ganzen Verstärkungen, weil diese Küchenschränke sind wirklich mega stabil. Und wenn man sich mal anschaut, was in der Aquaristik so verkauft wird als Aquarienunterschrank, da bin ich jetzt hier, glaube ich, auf der sicheren Seite. Und ich merke gerade, ich muss hier nochmal die Tür einstellen, hat ein bisschen gerade geklemmt. Macht aber nichts. Soll ich sagen, genau, hier kommt das Terrarium drauf. Es wird 1,20 Meter lang, 60 tief. Und 1 Meter hoch. Und das wird dann das Endterrarium für meinen Chinisaurus Crocodilurus. Ja, ursprünglich, wie gesagt, war nur dieser Plan da, dass ich einen Schrank kaufe. Jetzt hat mir dieser Schrank aber so gut gefallen, habe ich geschaut, was gibt es denn noch? Ja, da gab es diesen zweiten Unterschrank. Hier soll ursprünglich ein Ofen rein. Da dachte ich mir, nö, da kannst du ein Terrarium reinpacken. Da werde ich dann längerfristig meine Euris reinpacken, also meinen kleinen Goliath und eventuell dann noch einen David dazu kaufen. Hier zwischen ja, Stauraum und eine Terrarium-Erweiterung. Denn hier packe ich nämlich auch noch ein Terrarium rein. Genauer gesagt sogar zwei. Ich kriege ein neues Tierchen, einen Knopfschwanzgecko. Und der kommt dann hier unten hin, in dieses Fach. Aber das hier werde ich jetzt so hochbauen, dann kann der auch noch in das andere Abteil reingehen. Das heißt, der hat hier nochmal eine Grundfläche von 60 mal 60 zur Verfügung. Das dient dann so ein bisschen als ja Buddelkiste plus. Denn hier kommt dann ungefähr 20 cm Bodengrund rein, hier auch. Und diese Tiere sind wirklich dafür bekannt, dass die richtige Gänge bauen, ja. Die brauchen diese Höhe nicht, sondern wirklich, ja, schön Bodengrund. Und ja, das ist natürlich jetzt eine Größe, die ich anbiete. Da hätten andere, weiß ich nicht, 200 Geckos drin gehalten, weil eine Frurus ist jetzt wirklich nicht groß. Aber ihr kennt mich ja, ich möchte gerne sehr viel Platz bieten meinen Tieren. Und wenn ich einen Platz habe, warum nicht? Da drüber soll dann noch ein kleineres Terrarium kommen, das ist dann Aufzuchtterrarium, das hat dann die gleiche Fläche wie hier unten, 60 mal 60 und ungefähr 40 hoch. Das ist dann für meine künftigen Viperngecko-Babys. Die kann man dann super darin aufziehen und ja, ich finde, es sieht halt auch schön aus. Ja, das ist jetzt alles so in der Schnelle. Was jetzt auch noch ansteht, ich muss jetzt, damit diese zwei Schränke für meine Neukaledonia hier reinpassen, diesen ganzen Komplex verschieben. Jetzt ist der Vorteil, das hier
ist ein Aufzuchtterrarium. Das habe ich jetzt letztens fertig gebaut. Das war mal tatsächlich ein Aquarium von meinen Schildkröten. Ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Ungefähr 19 Jahre. Ja, ich habe das Teil nie weggeworfen, sondern dachte mir, komm, das kannst du irgendwann gebrauchen. Ja, dann habe ich es eine Zeit lang für meine Rotaugen-Buschkrokodile benutzt als Aquarium und habe einen Deckel drauf gebaut. Und jetzt dachte ich mir, nee, du wirfst es nicht weg. Hab die ganze Kiste genommen, hab die Frontscheibe rausgeschnitten, hab dann mir hier eine Möbelplatte geholt, um da Licht- und Heatpanel anzubringen. Und jetzt ist es ein Terrarium für meine künftigen Boas. Ich werde da, denke ich mal, ein separates Video hochladen, damit ihr das mal sehen könnt, wie ich das gemacht habe. Aber so viel erstmal dazu. Hier unten ist, wie gesagt, meine Boa Constrictor Amarali drin. Das Terrarium wird dann natürlich frei. Das werde ich dann auch erstmal aufbewahren. Eventuell werde ich dann auch die Boas, weil es sind zwei, dann trennen. Das ist jetzt ein 1 Meter mal 40 mal 40 Terrarium und das ist hier 1 Meter mal 50 mal 50. Und dann bietet sich das an. Also ist dann so, dass der Gerald in das eins der großen Terrarien reinkommt, was ich euch gezeigt habe, und da dann eventuell nochmal ein Baby. Hier unten, das kennt ihr schon, da sind meine Erdchamäleons drin. Hier unten der Euri, von dem ich sprach, Goliath. Das werde ich erstmal so in den Schrank stellen. Längerfristig baue ich natürlich in den Schrank ein Terrarium, aber ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Hier oben seht ihr dann meinen Felsuma mutabilis, das ist der Fred. Der kommt dann auch noch zusätzlich auf die andere Seite, denn ich habe da genau noch so viel Platz, dass das Terrarium da stehen kann. Ansonsten habe ich hier noch mein Rotaugenbuschkrokodil, die Nala. Die wird jetzt auch umziehen. Die kommt ins Wohnzimmer. Denn da steht zurzeit die gleiche Terrariengröße mit meiner anderen Boa Constrictor drin. Und da die ja dann nach hier zieht, habe ich Platz. Und dann wird das dann im Endeffekt ins Wohnzimmer kommen. Ich finde, es sieht auch sehr schick aus. Und dann kann das da auch permanent stehen. Ich habe nämlich genauso viel Platz, dass es da noch hinpasst. Und ja, besser geht's nicht. Und hier, wie gesagt, der Chinosaurus. Wenn er dann umgezogen ist, wird das Terrarium ja irgendwann für Rotaugenbuschkrokodile dann sein, ne, dass ich dann Nachzuchten da reinpacke. Wird also nichts weggeworfen, wird alles immer wieder verwendet und ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt einiges zu tun, indem ich jetzt hier die ganzen Terrarien verschiebe. Und dann werde ich euch auch nochmal das Zwischenergebnis einblenden. Aber ich dachte, so ein kurzes Update, was gerade bei mir abgeht, wäre ganz gut, also, weil ich gerade echt nicht weiß, was lade ich jetzt als erstes hoch. Zeige ich euch, wie ich den IKEA-Schrank aufgebaut habe. Zeige ich euch, wie ich die Schränke modifiziere. Also es ist sehr viel Inhalt im Moment und deswegen Zeit für ein kurzes Update. Das war's dann auch schon und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!